Hallo, willkommen zu einem neuen Live-Spiel. Mechabellum, es geht wieder los. Go-Go-Action. Gestern und heute ein paar Mal auf die Fresse richtig bekommen. Ein Großteil der Spiele hatte ich das Gefühl. Ich habe die Steelballs ein bisschen exzessiver gespielt. In der Hälfte der Fälle war die halt auch nicht angebracht anzuwenden, wie so immer. Ihr kennt das ja, erzwingt keine Taktiken und Strategien, die nicht auf die Situation passen. Ne? Ist nicht neu. Bei der anderen Hälfte ist mir aber jetzt aufgefallen, dass ich viel, viel häufiger die Gegner habe, die darauf vorbereitet sind. Ne? Also die werden, sagen wir mal, die letzte Woche, wo ich damit angefangen habe, bevor ich die ersten 4 Videos dazu gemacht habe, da hatte ich einen Eindruck eher, und kann natürlich subjektiv sein, das Sample zu klein ist alles möglich, aber mein Eindruck war gewesen, dass die Spieler ganz große Schwierigkeiten hatten, darauf zu reagieren, dass sie überrascht werden davon. Ja, beides ist eine gute Sache. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass sie Steelballs teilweise erwarten und wenn ich die mache, sofort eine Konter dazu haben. Ich bilde mir das vielleicht nur ein, aber manchmal glaube ich mir, dass doch eine ganze Menge Leute, die hier gegen mich spielen auch, also die deutsche Community ist relativ groß in dem Spiel, was ja schön ist, dass aber doch der eine andere davon auch meine Videos schon mal gesehen hat. Von daher, vielleicht ist auch nur ein kleines Sample gewesen, das kann genauso sein, ne? Keine Frage. Kann man sich viel einbilden. In jedem Fall klappen die Steelballs jetzt nicht mehr so gut wie, ja, 60.000 machen wir mal. Klappen die jetzt in dem Fall nicht mehr so gut wie an den ersten Tagen. Das hat jetzt rapide abgenommen, die Erfolgswahrscheinlichkeit mit Steelballs zu gewinnen. Rapide. Aber vielleicht ist das Sample auch zu klein. Also da waren vielleicht 30 Spiele, 20 Spiele, die ich damit gemacht habe. Ne? Also das ist auch nicht das größte Sample der Welt mit Sicherheit. Aber ich will jetzt die Finger mehr und mehr davon lassen und wieder zurückgehen zu anderen Geschichten. Ja, und Cost Control ist ganz okay. Fangstart versuche ich noch irgendwie am Laufen zu kriegen. Ich bin da irgendwie sehr motiviert, da was rauszuholen. Jetzt sehr negative Erfahrungen damit in letzter Zeit eigentlich nur noch gemacht. Also der Grund ist, warum ich es testen möchte, ein bisschen. Und noch verhaue ich mir das hier hoffentlich nicht. Also, schon nicht gut hier. Scheiße, was ist das denn? Na gut. Also Fangs klappen eigentlich sehr gut mit Stormcaller, ist mein Eindruck. Da ich aber nur einen Sturmcaller habe und Fangs gut klappen, wenn die zusammenstehen, würde ich auch jetzt überlegen, das ein bisschen kompakter zu bauen. Das Support dahinter. Sehr gut. Nicht ganz sicher, was er sich dabei gedacht hat bei der Aufstellung. Also wahrscheinlich hat der damit gerechnet, dass die Phoenix, dass sie vielleicht ganz vorne stehen. Oder gehofft, dass das Timing zwischen den beiden besser ist. Würde es trotzdem ausreichen, weil ich hatte, oh Wunder, 3 Fangs gehabt, die alle 3 ausgelöscht wurden. Und das ist jetzt auch keine Überraschung. Die Fangs sterben einfach gegen alles und sofort. Ja, also, dass die jetzt so schnell sterben, hat auch mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber das war schon ein bisschen Disrespekt, die Aufstellung da vom Gegner. Alle 3 Stück von den Teilen. So. Ja, die sterben halt zu schnell. Und man kann jetzt auch nicht einfach kleine Crawler hinpacken. Obwohl, die Preis-Leistung habe ich noch nie ausprobiert, ob 2 Crawler einen Fang besiegen. Das müsste man eigentlich gleich mal ganz schnell in den Simulator werfen. Also eine gute Antwort könnte jetzt zum Beispiel das hier sein. Das wäre auch okay, aber das ist immer ein bisschen universeller einsetzbar. Kriegen dann Sniper-Schuss ab. Ja, komme ich mir klar. Knock den direkt aus. Ich will ihn nicht ganz vorne hinstellen, weil er jetzt ein Crawler erscheinen könnte. Also ein bisschen der Kompromiss hier. Okay. Der mag seine Mustangs. Missile Interception, okay. Dann gönne ich ihm seinen Spaß. Die Adria wird wahrscheinlich nicht ganz so episch abschneiden, aber dafür schießen hier immer wieder auf komische Raketen und die Panzer schießen sich dann langsam durch die Mustangs durch. Man sieht ja auch, dass er nicht mal mehr die Phoenix ordentlich abgeknallt werden, obwohl er nur Flugabwehr hat. Also, das können wir gern so spielen, da bin ich für zu haben. Die Fangs, jede Runde sterben die nur vollständig. Also, wenn ich sie gar nicht hätte, wäre der Unterschied auch nicht so viel größer, oder? Also, ja, ich würde auch versuchen, die irgendwie ans Laufen zu kriegen, aber bei den Göttern ist das schwer. Na gut.
Ja, ein Rhino-Drop sicher gut, wird sein, was er da hinten hat. Gönne ich ihm das. Ich könnte jetzt den Wettbewerb mit den Raketen und gegen die Dinger machen, aber warum, ne? Also, gerade auch, wo die Waffen nicht wirklich verbessern kann, preis-leistungsmäßig, würde ich sagen, machen wir hier einfach weiter. Gefahr, wenn ich aber mir Panzer jetzt hole und der dann Adelräder zuspielt, muss man auch ein bisschen aufpassen. Also, Rhinos wären jetzt schon eigentlich immer noch eine gute Geschichte. Tanky Mustang sind das angeblich. Ah, na gut, wenn man Tanky Mustangs hat, das ist einfach zu juicy. Ne? Also, dann machen wir da weiter. In jede Richtung ballern. Da kriege ich ja nichts von. Und normal hätte ich gesagt, Damage Sharing jetzt hier vorne sogar fast, wenn die weit genug auseinander stehen. Weil da kann man ja im Buckel runterrutschen dann. Ich will mich kaputt machen jemals so, ne? Sein hat es auch gedroppt, das ist jetzt keine Überraschung. Naja, das klappt natürlich. Ich brauche nichts weiter ausgeben. Also die Fronten sollten eigentlich locker gewonnen werden von den Panzern. Ist jetzt, wie gesagt, wegen dem Drop hier eine Headquarter kaputt. Der ist vor mir leider erreicht. Das ist natürlich so unschön gewesen. Aber generell sollte das jede Runde gut laufen. Und jetzt würde ich halt schon in die nächste Kategorie investieren wollen, irgendwas. Ist die Frage, was, ne? Also ich habe jetzt irgendwie keine Sache, wo ich sage, die muss ich unbedingt haben. Super dicken können wir gleich bauen. Dicker brauchen wir nicht. Ich könnte ihm zeigen, wie man Flugabwehr besiegt. Nur aus Spaß. Also ich habe wirklich gerade keine Ecken, wo ich sagen muss, da muss ich nachjustieren. Irgendwas machen. Runde 4. Schwierig. Eigentlich nicht schwierig, sondern warum, ist die Frage da eher. Schauen wir uns das mal an, ob wir das vielleicht hacken können, sinnvoll. Reichweite. Als E-Balls dabei gepackt. Das war sicher eine gute Antwort. Oder wäre es gewesen, hätte ich keine Hacker geholt. Klappt jetzt nicht hundertprozentig mit dem Hacker, aber ne, Hacker sind die Hardcounter gegen E-Balls. Hat die auch mit Reichweite ausgegeben, die E-Balls. Ja, aber dann mache ich jetzt weiter mit den Hackern, würde ich fast sagen. Also, ne, das geht schon. Ich muss die nur ein bisschen anders aufstellen. Die Seaboards waren halt mittig und die Hacker waren außen wegen den Panzern und das war auch Spielerei außen hier, ohne jede Frage. Aber nur die Sledgehammer halt erobern. Aber die Seaboards waren ja mittig und da kümmere ich mich jetzt einfach mal drum. Dann sprechen wir da von wie viel? 85 Meter? Okay. Was ist das denn? Nur Damage-Karten, nice. Okay, dann machen wir elektromagnetisch. Dann ist die gesamte Flugabwehr aus für eine Runde. Dann kann die Artillerie wieder ein bisschen mehr schießen. Die macht ja im Grunde genommen gar nichts. Da könnte ich auch die Feuerrate erhöhen, um den Gegner besonders zu ärgern. Das ist nur die Frage, ob es für 300 lohnt. Wer fast versucht, es trotzdem zu machen. So, Hacker. Ich meine, die haben ja schon 110 Meter, die Hacker, ne? Also die outrangen die ja eh schon. Dann machen wir jetzt mal was ganz Neues.
Der Sicherheitshack. Dann kriegen die jetzt ihre Barrier. Und einer, der sich opfert fürs Team hier vorne. Ein bisschen mehr Zeit auf die Bällchen zu reagieren. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay. Der levelt ja leider auf. Den können wir nicht ausschalten, ne? Ich weiß nicht, wie viel die Leben haben danach. Aber zu viel. Ich kriege den eh nicht ausgeschaltet, nicht mehr mit einem. Mal einen von denen tot und fertig. So, jetzt hacken wir mal Bällchen. Einen Ball haben wir. Das war nicht so episch. Jetzt haben wir einen zweiten Ball. Dritter Ball, vierter Ball, Panzer. Und weiter geht die Geschichte. Nächster, 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 nächster. Oh, tot. Also ich weiß nicht, ob ich da viel rausbekommen habe, aber ich habe ja schon 200 Punkte gespart wegen den Schilden, die ich sowieso gebraucht hätte, ne? Wegen dem Acid. Also ist auch nicht der teuerste Support gewesen mit Sicherheit, aber naja, haben es haben. Die Javelin Feuerchen machen, da freuen sich die besonders drüber. Die Mustangs. Ja, wegen den Schilden, ne? Das verbessern. So, und jetzt sind wir mal ein bisschen Arschloch mit der Artillerie. Und zwar schießen wir jetzt schneller und haben mehr Artillerie. Das heißt, die gesamte Luftabwehr wird jetzt quasi negiert. Ich stelle die noch alle zusammen. So. Machen wir das mal so. Nochmal ein extra Schild dahin. Javelin. Selbstzerstörer kommen jetzt rein. Ob das jetzt die richtige Antwort war gegen die Hacker, weiß ich nicht. In dem Fall habe ich leider noch keinen Heal dran, ne? Aber ich werde die schon hacken. Nur explodieren die wahrscheinlich immer noch auf meiner Seite dann. Gott sei Dank habe ich da ein zweites Schild. Mal gucken. Aber da hat er sicherlich, ja, das wird ihn langfristig nichts bringen. Und spätestens nächste Runde würde ich mir den Heal holen bei den Hackern. Also wenn die geobert werden, dass die geheilt werden. Aber auch diese Runde werden die jetzt einfach rumdrehen. Und die Frage, wann die eben explodieren. In dem Fall an den Schilden. Genau, zack, Gegner tot. Ist leider hier ins Schild gelaufen. Ach, ist ein bisschen unangenehm. Naja, nächste Runde machen wir das, wie gesagt, mit dem Heal, ne? Dann läuft das schon. Aus der Adria habe ich nicht ganz so vieles rausbekommen. Es war dann recht hohes Investment. War halt ein bisschen getrollt. Ich glaube, er hat Mechanical Division ausgegeben, Fragezeichen. Ich habe es gerade nicht gesehen. Counter to Hacker. Everything but Rhino Balls. Ist leider wirklich so, also ich will ihn nämlich nicht ärgern. Ne? Ist wirklich so, dass Rhinos, gerade mit Selbstzerstörung und Steel Balls, ne? Das sind halt, die werden gekontert vom Hacker. Also der hat jetzt den Eindruck, dass sie OP wären, ja. Aber das ist nicht bös gemeint gewesen. Es ist halt einfach eine Tatsache. Ich weiß auch, weil ich das halt selber auch schon gespielt habe und damit auf die Fresse kriege dann dagegen. Ne? Also, aber er hat es auch Gott sei Dank richtig aufgefasst, okay. Tut mir wirklich leid, der Kerl. Aber das mit den Fangs, Mann, 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 die sind nur gestorben. Von Anfang bis Ende, durchgehend. Klar kann man die upgraden und dann sind die ein bisschen besser, aber gegen die Mustangs wird das nie was. Aber es war auch ein heftiges Überinvestment. Der hat natürlich Synergieeffekte bekommen, ne? Mit den Mustangs, wo er die Raketenabwehr hatte, haben die ja alle bekommen. Aber vielleicht hätte man eine Runde auf mehr Raketen warten sollen und die habe ich ja nicht gespielt. Und selbst dann ist die Frage, ob sich das gelohnt hätte. Während zum Beispiel Schaden oder Reichweite universell immer einsetzbar ist, ne? Also Synergietaktiken können schon funktionieren, das ist generell schon mal nicht falsch. Nur eben, da muss man was machen, wo man mehr rausbekommt.
Ja, wir machen es jetzt nochmal. Ich will das mit den Fangs irgendwie ans Laufen kriegen. Es kann doch nicht so schwer sein, Mann. Was mache ich da oben? Ich wollte eben noch was getestet haben, ne? Jetzt ist wieder aus meinem Kopf entfernt. Genau, wenn ich auf Mustang zulaufe, können zwei Crawler einen Mustang auseinandernehmen. Ja? Das müsste ich noch testen. Oh, hoffentlich denke ich gleich dran. So, deren Aufgabe ist jetzt nur, Leute zu beschäftigen, damit die Artillerie drauf schießen kann. Die müssen sich auch gar nicht so weit dafür entfernen. Von denen. Deswegen packe ich die relativ nah dabei. Das ist alles, was sie machen müssen. First Shots entgegennehmen, Satelliten und was nicht alles, Gegner anhalten, bla bla bla. Ne? Das ist alles, was ich möchte. Ich habe ja Geld über, aber was machen? Das noch erweitern, die Front? Noch mehr Artillerie. Noch mehr Krabbelfiecher. Gegner eine relativ schnelle Aufstellung. Gucken, ob die Artillerie dann jetzt reicht. Der wird halt links nur von dem einen Fang wirklich gestoppt, ne? Und das nicht wirklich stoppen, muss man halt dann auch zu da sagen. Also zumindest der Fang komplett ausgelöscht von der ersten Salve und hat die Zeit jetzt gereicht. Jetzt Schritt, einen Schritt nach links. Jetzt bleibt man im Moment stehen. Nein, Headquarter. Also der muss links minimal länger aufgehalten werden. Ich hätte es fast geschafft, ne? Den mit der ersten Salve dann da auszulöschen. Jetzt ist natürlich eine Headquarter kaputt. Und der läuft auch viel zu schnell von A nach B, aber trotzdem tot. Also alles, was durch Centrum läuft von ihm, wird jetzt zumindest von drei Artillerie beschossen. Also nicht diese Runde, aber generell. Also das zerstört schon sehr heftig Leute. Und man hat dann schon einen Effekt wahrscheinlich. Center ist sicher. Ja, werden zwei Adler vielleicht alles nur Lowlife machen und einen Fang überlassen, tun drei alles direkt zerstören. Das ist so die Idee wahrscheinlich dann dahinter, wenn man das kompakt aufstellt. Das muss ich nochmal testen, auch öfter, ob das wirklich so läuft. Aber der hat jetzt leider sein Level. Also das wird jetzt eher noch schlimmer. Jetzt hat er auch noch Redeployment. Oh, was für eine Scheiße. Ich brauche das Schild auf jeden Fall gleich für die Mitte, weil da böse Sachen passieren können, wenn die so stehen. Kompakt stellen ist durchaus tricky. So, da steht er jetzt vorne, ne? Ich würde es hier auf schneller Feuern setzen. Scheiß auf Reichweite. Das hat auch den Vorteil, dass ich besser treffe, die Dinger. Das kann tatsächlich sehr, sehr gut sein. Und ansonsten muss ich Kanonenfutter anbieten. So viel wie möglich im Weg stellen. Er kommt sicher von der anderen Seite jetzt. Vielleicht auch sogar von der Flankenposition. Ja, da ist er. Kann er jetzt jede Runde einmal machen, ist voll stark mit dem, gerade wenn er schon Level 2 ist und dem Beacon dran. Das war jetzt keine große Überraschung. Die Frage ist halt, ob die andere mit dem jetzt klarkommt, weil die schießt halt jetzt sehr schnell Raketen da rein. Aber ist halt Level 2 auch und das macht einen gigantischen Unterschied. Crawler gewinnt normalerweise gegen den Fang. Aber ich habe ja hier auch die Artillerie dabei und die schießt da jetzt super schnell dazu immer, ne? Übertreiben jetzt nicht mit den Raketen rechts. Leider läuft die nach links. Na egal. Aber die erste Reihe ist schon mal tot, ne? Also. Trotzdem, das Ding müssen wir gleich mal aufhalten. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, dass der hier immer im Kreis läuft. Und wie gesagt, der kann ja auch von den Flanken kommen. Also, ne, von jeder Himmelsrichtung kann der quasi kommen, der eine Trupp. Guten Fun. Das klingt ja fast so wie viel Erfolg. Ich habe jetzt einen epischen Rhino. So hat sich das gerade angehört für mich. Aber hat er vielleicht anders gemeint. Ja. So, hat er sicher nicht böse gemeint. Naja, ein Wespenschwarm ist, glaube ich, immer ein To-Go.
Jetzt müssen wir den davon mal abhalten, immer im Kreis zu laufen. Ich überlege, ob ich jetzt einfach zwei dazu packen soll, zwei eigene Rhinos. Man weiß ja nie, von wo er jetzt kommt gleich. Das ist immer ein Problem. Auch ein bisschen Flankenposition. Die müssen hier nur eine Zeit lang aufhalten, dass er kurz gestoppt ist. So, ist mir schon fast zu defensiv, was ich hier mache. Gegen Artillerie, okay. Immer nach den Upgrades gucken. Na, versucht das nochmal. Dass die halt nach links schießt, die Art, die ist ein bisschen ärgerlich hier. Brauche halt den Level irgendwann mal für die, das habe ich leider nicht. Im Moment lohnt die sich mit dem Upgrade in der Masse auch nicht. Vielleicht war das auch ein bisschen übertrieben. Ich wollte aber mal dieses starke Artillery-Center ausprobieren. Und würde jetzt schon sagen, nee, danke. Aber so ist das halt manchmal. So, kannst du mal einen Schritt nach rechts machen? Nach rechts, rechts! Warum nicht nach rechts? So, jetzt bitte prügeln. Und jetzt die Adler reinhalten. Eine Salve, zwei Salven, drei Salven und zu wenig Salven. Jetzt aber verlangsamt durch meinen Satellit. Jetzt noch eine Salve und dann ist er weg. Danke. Ja, geht doch, muss nur wollen. Haben wir gleich. Wo nicht eine Rakete hilft, tut man 30 reinschießen, sage ich ja immer. So, ich habe hier so defensive Rhinos, dass ich die eigentlich ohne Probleme Upgrades vergeben kann, ohne halt Angst haben zu müssen, dass sie weggesniped werden, gehackt werden, Seawall dran geht, etc. Also ich glaube, dass ich jetzt die Rhinos vielleicht noch ein Upgrade verpasse. Habe ich leider nicht gesehen, was der links gemacht hat. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall jetzt wegen dem Feuer ein Schild, ne? Keine Frage. Sonst gibt es hier eine heiße Angelegenheit. Verbesserte Arti, das war auch nice to have. Tankiness erhöhen. Oh, den auch mal leveln. Ja, mit Upgrades ist jetzt kein Geld mehr über. Schon mal Sachen freischalten, die man ab mal benutzen kann. Also hier einen Marksman kann man auf jeden Fall dazu packen. Da waren ja rechts Targets. Kann er gern schon mal anfangen zu ballern. Jetzt Runde 51.000. Nice. Jetzt ist der erstmal im Weg. Aber lenken ja dann ab eine Zeit lang. Ich hoffe, der geht jetzt mal nach rechts dafür. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Warum? Warum? Warum nicht ab? Oh Mann. So ganz verstanden habe ich es nicht, ob ich jetzt nicht nach rechts gegangen. Ich könnte schwören können, dass der näher war als der Vulcan da oben. Also aus meiner Sicht war der massiv näher gewesen. Naja, so ist das dann manchmal. Jetzt kommen mal keine Schäden mehr raus. Also das war, ne? Hätte den rechts wieder abgefangen, hätte die Arte den zerlegt wie eben. Jetzt ist er halt gestorben und jetzt fehlt ihn natürlich. Und mit dem Debuff hat links auch nichts mehr funktioniert. Also das war alles, weil der halt einfach nicht nach rechts gehen wollte, der dumme Rhino. Ich hätte echt gedacht, dass der da am Weg gestanden, dass der näher war, aber offensichtlich nicht. Schild ist auch zum Teufel. Ja, so ist er das, so ist er das. Na gut, dann machen wir jetzt hier ein Ignite für die Freunde. Und holen uns die besten Fangs, die es gibt, weil ich ja Fangs testen will. Ist gegen Flammenwerfer sicher eine super Idee. So, und da links geben wir auch nochmal einen Fang-Support aus. Dem Schild brauchen wir trotzdem nochmal und den Schaden dazu. Ansonsten nochmal die Slow-Geschichte, weil der ist ja jetzt schon gelevelt, also da müssen wir vielleicht mal einen Moment Geduld holen.
Raketenabwehr. Das lohnt sich, glaube ich, massiv nicht, weil ich habe dreimal Artillerie. Das heißt, der bräuchte viel, viel mehr Geschütze, um die abzufangen, als ich Artillerie habe. Und dann schießen die auch noch schneller. Also, er müsste astronomisch viel Anti-Raketen holen, damit er die Raketen abfängt, sinnvoll. Astronomisch viel. Das lohnt sich überhaupt nicht. Also, wäre mein Verdacht jetzt zumindest. Wahrscheinlich braucht man so drei Mustangs dann gegen den Setup hier, gegen eine einzelne Artillerie. Das wird niemals ein Verhältnis, was funktioniert. Er versucht da mal einen anderen Weg. Da stehen aber auch Leute und diesmal läuft auch genau in den Weg von ihm rein. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich überlege jetzt mehr, ob ich da gleich einen Selbstmörder-Rhino hinstelle da vorne. Aber wir gucken jetzt erstmal den Ignite an. So, es wird ja ignited von allen Seiten. Bedenkt, dass das ein Rhino ist mit 57.000 Leben, ne? Weg. Ignite läuft auch, wenn das Headquarter kaputt ist, ganz nebenbei. Der kam von links ein Phoenix. Bin aber nicht sicher, ob ich in Summe viel rauskriege, obwohl der gut wegbrennt langsam. Das war ja auch ein Level 2. Also, ich glaube, die Fangs. Ich meine, laut den Schäden hier 1400, das glaube ich noch nicht so ganz, dass die Zahlen stimmen. 13.000. Also, manchmal bin ich nicht sicher, ob der Ignite-Tick wirklich dem zugerechnet wird, den Schaden. Ähnlich wie der Feuerschaden am Boden, glaube ich, der Artillery auch nicht zugerechnet wird. Das müsste ich auch nochmal testen. Oh, ich muss mir mal einen Zettel hinlegen und das alles aufschreiben. Das müssen getestet werden, solche Sachen. Ich hatte schon den Eindruck, dass die weggeschmolzen sind, all die Tanky-Sachen durch den Ignite gerade. Aber die Zahlen an dem Ding lassen uns jetzt nicht unbedingt direkt vermuten. Mehr Schaden. Der hämmert jetzt richtig seine Raketen da raus. So, aber eigentlich, das kann ich mit den Fangs ja dann weitermachen, oder? Zack, zack. Da kriege ich ja alles abgefangen und dann weiterschießen. Da hinten haben wir ja schon einen stehen. Gleichmäßig verteilen auf jeden Fall. Genau, und dann hämmern wir uns da überall durch. Der hat wohl besser abgeschnitten. Den stärkeren Flammenwerfer mit der mehr Reichweite. Okay. Also, ich überlege jetzt gleich einfach aufgrund dessen, was da steht, Fortress Level 2 mit Schilden direkt davor zu stellen. Das ist ja mit den Fangs immer ganz gut. Hat den weggeportet, aber stört mich nicht. Im Moment ist eh so, dass dieser Adler hier vorne, ja, der Rest eine Beschäftigung, der hält da einfach drauf und alles tot. Also, der macht jetzt astronomisch viel Schaden. Eine Rakete macht fast 6000 Schaden. Schießt die schneller und hat ein paar davon. Der versucht die jetzt runterzuholen. Das heißt, ich könnte mehr Artillerie holen, um das besser abzufangen. Das könnte man sicher finanzieren. Jetzt hier wieder, ne? Der nimmt ja eigentlich nur den Schaden von den Fangs derzeit. Das wird immer doch zugerechnet. Der Arkman hat auch mal ein, zwei von denen runtergeholt. Und weg. 40.000 Schaden, obwohl alle Raketen am Anfang abgefangen wurden. Also wenn Feng 15.000 Schaden hat in einer Runde, schon eine Menge. Das ist ja ein Trupp, der nur 100 Punkte kostet, muss man sagen. Echt jetzt? Na gut. Kann den gleich aufleveln, auch mit der Barrier. Ich würde jetzt einfach den Levelwettbewerb machen, da ich einfach Artillerie jetzt spiele. Wenn er die Raketen abfangen will, das klappt halt einfach nicht, weil... Also er braucht sowieso mehr als einen Mustang, um eine Sturmcaller, die Raketen abzufangen. Und selbst dann geht es nur für die erste Salve, richtig. Und wenn ich das Upgrade habe, brauche ich noch mehr in diesem Ratio, ne? Und da gibt es eigentlich keinen Grund, nicht mehr Artillerie zu spielen. Wenn er denkt, dass das so sein soll, dann machen wir das so. Bin da auf jeden Fall für zu haben. Jede Runde auch mal so ein Ding abknallen. Ich brauche die auch nur preiswert. Mehr braucht man die nicht, um die Raketen halt abzufangen. Ein Stück nach vorne, damit die Billigraketen zuerst abgefangen werden und die teuren durchgehen. Leveln. Aber ich will eigentlich, wie gesagt, das ist jetzt einfach zu juicy, alles das nicht aufzuleveln. Ich will fast überlegen, EMS zu vergeben, einfach um alles bei ihm auszumachen gleich. Ich glaube, wir machen das jetzt hier. Und nächste Runde hole ich gleich die Schilddudes dann. So.
Genau. Der schießt dann erst auf den zum Verlangsamen. Ich hoffe, der läuft mit dem Beacon dann weg. Und danach hoffentlich auf den, um alles bei ihm auszumachen. Muss noch mal gucken, ob das funktioniert. Und wir haben noch eine Wespe. Hat ja immer noch keine Backline anscheinend. Dann go, go. Ich meine, die leveln schon auf, weil sie halt die ganze Zeit hier die Fangs abknallen, ne? Auch die Level-Fangs. Aber ich level halt genauso die Adlerich auf, also es geht in beide Richtungen, ne? Und denkt, was für ein Feuersupport er hat. Und die ganze Reihe hat ja Level 2, weil sie eben die dicken Dinger, die aufgelevelt sind, auch abknallen. Das geht wirklich in beide Richtungen. Also die vier Truppen hier, die kosten ja genauso viel wie der eine Trupp da vorne, ne? Sieht bei mir nur noch mehr aus. Muss man aber in Kosten immer gucken. Bam. Was ist mit meinen Wespen passiert? Alle gleichzeitig gestorben. Ich habe nicht hingeguckt, woran es lag. Läuft er durch. Kein Schaden in der Backline gemacht. Der fängt da vorne schon bei 23.000. Adri 40.000. Dann alle tot. Aber je mehr ich jetzt, also diese Dinger, wenn ich die Reichweite ausmache, dann tun meine Fangs auch besser auf die drauf schießen. Deswegen mache ich jetzt vielleicht nochmal gezielt Marksman. Ich mache mal einen gezielt links, das muss reichen, wenn ich einen Winkel finde, und dann, wie gesagt, die Fortress jetzt mal langsam. Zack. Müssen wir nur mal gerade schauen, ob es nicht vielleicht noch andere gute Lösungen gibt. Ja, so ein Schiffchen kann man immer dabei packen. Gibt es andere Lösungen? Flugabwehr hat er ein bisschen, aber auch nicht übertrieben. Okay, also ein. Der stirbt ja relativ schnell da drüben und dann der Rest. Hoffentlich kriegt er den dann ausgeschaltet. Im Center versuchen wir das auch mal. So, und jetzt hole ich mir einen. Wo ich nur eine. Egal, versuchen das jetzt. Mal gucken, ob es passt von den Kosten. Nope. oi, das war auch nicht richtig. Jetzt war es doppelt falsch. Doppelt falsch ist nicht richtig. Kann man nicht empfehlen, doppelt falsch. Na gut. Dann juken wir jetzt hier vorne einfach rein. Da muss er dann durch. Das war auf jeden Fall jetzt nicht gewollt, so die Runde. Da habe ich jetzt Mist gebaut. 100 Punkte gefehlt, um das freizuschalten. Der läuft jetzt vor allem sehr langsam da hoch, ne? Ich gebe ihm einen Schuss in den Rücken mit EMS, da sind sie geslowt. Und danach hoffentlich direkt auf ihn. Das Schild muss noch schnell weg. Gegner hat jetzt auch eine Artillerie. Also hat er jetzt doppelt investiert, könnte man sagen, gegen die Fangs. Gut, dass ich jetzt anfange mit den dicken Schilden. Ja, der will die Fangs weg haben, ne? Wenn man hier sieht, überall. Damit die Phoenix arbeiten können. Da muss ich jetzt auch mal darauf achten, dass er nicht gleich von heute auf morgen die Phoenix-Strategie auf einmal fährt, ne? Weil er baut jetzt mehr und mehr davon. Hat Feuerartillerie ausgegeben. Der Sniper links hat es leider nicht geschafft. Der rechts hat getroffen, das habe ich gesehen. In der Mitte habe ich nicht drauf geachtet. Aber der linke hier, den müssen wir uns mal drum kümmern. Naja, mein Bei diese Runde, der war halt völlige Kokolores. Und entsprechend gibt es jetzt auch Schmerzen. Aber damit da nicht das Feuer liegt gegen meine kleinen Leute überall, ne, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass ich mal erst nochmal zwei hinstelle oder so. Zwei Fortresse. Oder ich gehe jetzt einfach hin und mache einfach Dings da, Melting Points. Muss mir mal die Lage nochmal in Ruhe anschauen. Ja, wird er sicher alles schilden, oder? Sonst wäre das ja komisch. Setz dich mal da drauf, dann gibt's Schaden. Und den kriege ich vielleicht sogar tot. So, also einen hole ich mir jetzt noch. Einfach zu nice wegen dem Schild.
Was versucht mir zwei zu holen? Also direkt hier neben, wenn man auch den holt, aber wir machen das jetzt mal so. Alles geschildert. Artillerietruppen. Zu wenig Geld für gar nichts. Reichweite, Laufgeschwindigkeit. Überlebt er das da vorne? Er macht immer richtig Schaden, ne? Ja, mehr kann ich ja nicht machen. Hat sich jetzt dicke Luftschiffe geholt. Gegen den Fangspam mit Reichweite und Ignite ist das eventuell ein etwas spannender Call gewesen. Zumindest sehr ambitioniert. Den kriege ich jetzt mit meinem Drop nicht mehr tot, ne? Der hat ein Level Up. Er hat jetzt hier. Ne, doch nicht, das ist dahinter das Ding. Wichtig ist erstmal, dass ganz viel von den Feuerartillerie jetzt nicht hier die Brände zu früh legt, wegen den ganzen Schilden. Lange wird es nicht halten, aber dann werden ein paar Fangs mehr überleben und die verteilen ja gut Schaden, die Jungs. So, Schilde sind gedroppt. Oh, ich habe mir da vorgestellt, ich dachte, ich hätte den auf den drauf geworfen. Ich wollte mich nicht da vorstellen, das macht natürlich keinen Sinn. Ich hätte schwören können, ich habe den auf ihn drauf geworfen, aber offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Also das war natürlich nicht so gewollt, ne? Keine Frage. Das war nicht so gewollt. So, die ganze Armee ist ein bisschen größer, die Fängarmee. Aber zumindest brennt es auch nicht überall. Es sind nur kleine Brandherde, ne? Weil die Schilde doch einiges an Feuer wahrscheinlich abgefangen haben. Oder so vermute ich zumindest. Das mit dem Drop war episch daneben. Und der Satellit hat gerade alle gleichzeitig getötet. Oh, witzige Sache. Okay. Ja, auch mal das mal hier. Gucken, wie er die Schilde vergeben möchte. Wo sind denn mehr Viecher in der Luft? Alles gelevelt. Immer die Frage, wie man dann durchlaufen lässt. Wollen auch wo die hinlaufen. Ich überlege fast, die schneller schießen zu lassen, aber so viel Kleinvieh im Weg. Also, ich habe ja auch unendlich viel Geld über. Jetzt machen wir erstmal eine Atombombe für seine Luftschiffe, weil ich glaube, da kommen auch mehr gleich. Und dann hole ich jetzt auch noch welche. Support von den Seiten. Er schützt ja noch mal ein bisschen von der Flanke. Auch noch mal ein Schild dabei für die Superartillerie. Kleinvieh schnell wegräumen. Das ist ein bisschen hell. Leider hat er kein drittes. Doch er hat ein drittes und viertes gekauft, aber sie sind zu weit in der Front, als dass ich die mit der Atombombe kriege. Den vielleicht noch, wenn er da stehen bleibt, vielleicht auch, aber wahrscheinlich kriege ich nur zwei. Maximal drei, aber drei wären auch schon viel wert, wenn ihr Turm die runterholt. Das sieht nach drei aus, mit ein bisschen Glück. Vielleicht sogar vier, denn bleibt da gerade auch stehen. Bombe, Bombe, Bombe. Ich brauche die Bombe jetzt, wäre ein guter Augenblick. Ich habe nur zwei bekommen. Es hätten vier werden können. Ach, schade. Schade. Das wäre es gewesen. So, haben die sich gelohnt an der Seite? Ja, ein bisschen. Die ganze Bodenarmee ist tot, oder? Ja, also die schlachtlichen Seiten haben sich gelohnt. Aber trotzdem, ich hätte gerne vier bekommen. Das wär schön gewesen, ne? Vier Stück zu kriegen. Das wäre wirklich schön gewesen. Haben sie sich in der Front gelohnt? 2000 Schaden, 32.000, 7000. Aber sind es ja auch die Schilde so ein bisschen gewesen. Ist die Frage aber, ob das ein guter Faktor war. Die Artillerie, über eine halbe Million Schaden. War wahrscheinlich ein gutes Investment. Ich habe halt zu viel jetzt nicht mehr mitbekommen am Schluss. Also die EMS zum Beispiel, haben die funktioniert? Der hat ja auch immer mehr davor gestellt inzwischen. Aber die kleinen Crawler hier vorne, Fangs, ne? 15.000, 21.000, 4.000, 18.000, 13.000, 400, 5.000. Also die haben schon, glaube ich, so gut ihren Schaden gemacht, auch wenn manche gar nicht zum Schießen kamen oder direkt gestorben sind.
Also ich glaube schon, dass ich da Geld rausbekommen habe, weil die immer wieder gebrannt haben, die Gegner. Wahrscheinlich ist der Schaden da auch dran gewesen. Gegner hat zwei, drei Fähigkeiten geholt, die ganze Linie runter. Was für eine Runde, was für eine Runde. Schönes Spiel. So, das wäre es weg für heute. Ciao, ciao.